Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer kulinarischen Reise durch Italien, vom Gardasee bis nach Bologna. Wenn wir heute reisen, dann ganz klar wollen wir möglichst viel erleben. Viel Action, viel Attraktion, höher, weiter, schneller. Wir haben gar keine Zeit mehr, so richtig Land und Leute näher kennenzulernen. Und dabei bleibt auch leider die Erholung oft auf der Strecke. Früher war das ganz anders. Da ist man viel achtsamer und gemächlicher gereist, hat Land und Leute näher kennengelernt, hat mal links und rechts geschaut, was da so am Wegesrand passiert ist. Ist ja auch klar, denn Reisen waren ja früher viel teurer und daher auch seltener. Deswegen hat man sich auch die Zeit genommen. Das beliebteste Reiseziel der Deutschen ist bis heute, und das war schon zu Goethes Zeiten so, Italien. Jetzt gemeinsam auf eine Zeitreise in das Italien der 70er Jahre, das viele von Ihnen sicherlich noch aus der Kindheit oder aus der Jugend kennen. Und natürlich wird hier viel gekocht, denn die Italiener lieben ihre Pasta und wir auch. In allen Variationen, Spaghetti, Tortellini, Schmetterlingsnudeln, Spiralen und. Aber eins müssen sie alle gemeinsam haben, nämlich al dente gekocht sein, mit Biss und mit extra vergine, das so viel bedeutet wie Olivenöl aus erster Pressung. Ja, und wenn Sie mal keine frischen Tomaten zur Hand haben, gar kein Problem, nehmen Sie doch einfach welche aus der Dose. Obendrauf schön viel Parmesan, das ist ja der Käse, der bekanntlich aus der Region rund um Parma kommt und Jahre reifen muss, bis er diesen kräftigen Geschmack hat. Ja, und am Gardasee, da isst man Nudeln natürlich mit leckerem fangfrischen Fisch und ein schönes Glas Bardolino dazu. Zum Wohl!